Hi. Heute möchte ich dir in meiner Reihe Gesichter hinter der Sucht Diana vorstellen. Diana lebte super gesund und vieles in ihrem Leben funktionierte. Funktionierte richtig gut. Nur das mit dem Alkohol, das funktionierte irgendwie nicht so gut. Sie trank immer mehr, als sie wollte. Aber hey, dieser eine kleine Störfaktor, der ist doch nebensächlich, oder nicht? Mittlerweile lebt Diana seit über einem Jahr nüchtern und sagt ganz klar, nein, nebensächlich war das nicht. Also ich heiße Diana, ich wohne und arbeite in Brig in der Schweiz, im Wallis und arbeite dort als Ayurveda-Spezialistin und Komplementärtherapeutin. Wie ist Alkohol für dich zum Problem geworden? Also es fing eigentlich bei mir ganz klassisch an, so mit 15, 16 fingen wir an, in den Ausgang zu gehen. Und das habe ich damals sehr geliebt. Also es war wirklich direkt wie ein Hobby für mich geworden. Habe dann auf diese Wochenenden hingelebt und ja, ich habe das gefeiert und genossen. Und ja, irgendwann so mit 19 wurde ich schwanger. Und da ging ich auch nicht mehr so weg. Und da spielte Alkohol auch keine große Rolle mehr in meinem Leben. Und deswegen dachte ich auch, dass ich kein Problem habe. Und ein paar Jahre später haben wir dann wieder angefangen, wegzugehen am Wochenende, ab und zu. Und ich dachte dann immer, das ist für mich so ein bisschen der Ausgleich, den ich habe zu meinem Familienalltag und zum Beruf. Und da es wirklich sehr selten war, Wochen und manchmal Monate dazwischen waren, dachte ich auch nicht, dass es ein Problem ist. Und später dann, als ich 2013 nach Indien ging, spielte der Alkohol dann gar keine Rolle mehr, ganz lange. Also 2013 war ich in Indien in den Ferien. Dort hat Alkohol überhaupt keine Rolle für mich gespielt. Ich habe den Ayurveda entdeckt, das Meditieren und es ging so wie eine neue Welt auf. Und ich blieb dafür 3 Wochen und kam zurück und habe mich direkt entschieden, eine Ayurveda-Ausbildung zu machen. Und während dieser Ausbildung war ich auch kaum noch im Ausgang. Ich hatte weder das Geld noch die Zeit, an den Wochenenden wegzugehen. Und deswegen dachte ich damals, dass sich das Thema Alkohol für mich erledigt hat, weil ich es ja nicht brauche und es mir ohne sehr gut geht. Aber das Problem war einfach immer, dass wenn ich ausging, dass ich einfach kein Ende fand. Ich habe mich da reingesteigert und es war immer noch dasselbe wie seit jeher, dass ich einfach nicht wollte, dass diese Nächte zu Ende gehen und dass wieder morgen wird. Und es war für mich immer noch ein Stück weit wie Ferien vor dem Alltag. Genau. Wie hast du getrunken? Ich habe ja nie getrunken, wenn ich wusste, ich muss am nächsten oder übernächsten Tag arbeiten. Aber ich habe es mir dann so hingelegt, dass ich wusste, wenn ich jetzt 3 Tage frei habe, dann gehe ich. Und wenn es ein Donnerstag war, dann musste irgendjemand mit mir ausgehen. Und da habe ich mich zurechtgemacht, wir sind ausgegangen und ich habe mir ja vorgenommen, nicht zu viel zu trinken, einfach nur so ein bisschen. Aber das hat dann einfach nicht hingehauen. Und es wurde eigentlich fast immer zu viel. Und es hat mich vor allem in dem Maße so gestört, weil ich mir immer vorgenommen hatte, weniger zu trinken oder anders oder Wasser dazwischen zu trinken und das einfach nie geschafft hatte. Oder ja, manchmal habe ich das geschafft, aber meistens eben nicht. Es waren auch Wochen und Monate dazwischen teilweise und es gab nicht mehr diese krassen Abstürze, wo ich nicht mehr wusste, wie ich nach Hause kam. Das kam in der letzten Zeit nicht mehr so vor. Aber trotzdem einfach dieser Kontrollverlust, der hat mir ein bisschen zugesetzt. Wie hat der Alkohol dich verändert? Auf der einen Seite gab es ein Selbstbild von mir, die sehr, sehr gesund gelebt hat, wirklich mit der Ernährung und überall, auch in meinem Beruf. Ich hatte wirklich sehr viel unter Kontrolle. Und auf der anderen Seite dann der Kontrollverlust, dass ich einfach sagte, ja, jetzt lerne man, du musst das auch hinkriegen, weniger zu trinken. Und das habe ich nicht geschafft und das hat an meinem Selbstbewusstsein enorm gezehrt. Und das Selbstbewusstsein, das ich eigentlich dachte, dass ich es nicht hätte, dass ich dann ein bisschen kompensieren wollte durch ein wenig Alkohol,
Also es war so ein Teufelskreis, sehr schwierig zu erklären. Also ich wurde einfach sehr pessimistisch, was ich sonst gar nicht bin. Und habe dann Sachen zu Menschen gesagt, die wirklich nicht schön sind und die ich auch gar nicht so gemeint habe. Aber ich war so ätzend dann, zum Beispiel zu meinem Sohn. Also ganz oft habe ich gesagt, ja, dann später. Dann irgendwie später, wenn er irgendwas gerade wollte in dem Moment, habe ich ihn vertröstet und gesagt, ja, ich komme dann später oder ich habe jetzt gerade keine Zeit oder keinen Kopf. Ja, mich einfach nicht auf das Gespräch eingelassen, das in dem Moment wichtig gewesen wäre. Warum wolltest du aufhören zu trinken? Weil ich wollte, dass das zu Ende geht. Dass es diese Morgen dann nicht mehr gibt, in denen ich aufwache und total verkatert bin und nicht mehr genau wusste, was ich zu wem gesagt hatte oder wie das jetzt ging. Und ich wusste einfach, es kann so nicht weitergehen. Und mir war vorher auch nicht klar, dass es eine Möglichkeit ist, ganz aufzuhören zu trinken. Ich dachte immer, es muss zuerst schlimm werden, so richtig schlimm. Ja, so der Klassiker. Wann hast du den Entschluss gefasst, ganz aufzuhören? Das war so ein Morgen, ein klassischer Morgen, den ich verkatert aufgewacht bin und wo ich auch wieder dachte, was ist gestern genau passiert? Wie kam es dazu, dass ich zu viel getrunken hatte? Weil ich es ja eigentlich nicht mehr wollte. Ich wollte ja eigentlich nicht zu viel trinken, aber ich habe es einfach nicht geschafft, rechtzeitig aufzuhören. Und da habe ich Nathalies Video gesehen und mich darin wirklich wiedergefunden und gedacht, ja, ich kann ja ganz aufhören zu trinken. Und da war es mir klar. Wie bist du abstinent geworden? Also zuerst habe ich ganz viele Podcasts gehört, mich ins Thema eingelesen, einen ganzen Tag, war ein Sonntag. Und das Programm dann direkt gebucht, das 30-Tage-Programm, und mich wirklich voll darauf fokussiert und so abstinent geworden. Ich konnte mich dadurch ganz diesem Thema widmen, dem sehr viel Aufmerksamkeit schenken, dem Aufhören. Zuvor dachte ich immer, naja, wenn der Alkohol in so vielen Momenten in meinem Leben keine Rolle spielt, dann kann das Aufhören ja auch nicht so schwierig sein. Und durch das Programm habe ich dann doch gemerkt, dass es nicht ohne ist, dass man da durchgehen muss, dass es wichtig ist, dem Gewicht zu geben und nicht zu meinen, das Leben so weiterzuführen, nur einfach ohne zu trinken. Es war eigentlich fast alles leichter, als ich dachte. Ganz komisch. Ich hatte dann angefangen aufzuhören und es war direkt sehr, sehr, sehr leicht. Natürlich nicht mühelos, also es ist schwierig zu erklären, es war total leicht, aber zuvor hätte ich es mir viel, viel schlimmer vorgestellt, weil ich dachte, wie kann ich die ganzen Situationen, in denen ich vorher ein bisschen was getrunken hätte, erleben, ganz ohne zu trinken. Das war für mich unvorstellbar. Eben das, was ich so lange versucht habe zu erleben, dieses ein bisschen trinken, einfach um diese Wirkung zu erzielen, aber nicht zu viel, dass man betrunken wird. Und die Vorstellung, das dann nicht mehr zu können, war für mich vorher unmöglich. Und das war dann so leicht, weil ich nicht das Gefühl hatte, ich muss jetzt darauf verzichten, sondern merkte, dass ich die Situationen ja ohne Alkohol, dass er mir nicht fehlt, weil ich ja nicht getrunken hatte zuvor. Das ist ein bisschen verrückt. Warum ist Abstinenz eine gute Entscheidung? Ich hätte mir das einfach nie zu träumen gewagt, dass das so eine riesengroße Veränderung in einem Leben verursachen kann, nicht mehr zu trinken. Ich dachte, es wird jetzt alles langweilig und öde und die Party ist vorbei, aber sie hat eigentlich erst richtig angefangen. Wie lautet dein bester Tipp für alle, die aufhören wollen? Also mein bester Tipp ist, es mal zu probieren. Also wenn jemand denkt, dass Alkohol ein Problem sein könnte im Leben, mal zu sagen, okay, ich nehme mir mal ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr und versuche es mal aus und kann dann immer noch sagen, nee, ich möchte wieder zurück, das ist nichts für mich, aber es gibt da so, so, so viel zu gewinnen
Und es ist schade, es nicht zu versuchen, wenn man denkt, dass man ein Problem hat. Du darfst jederzeit aufhören. Du musst nicht erst am Boden liegen. Du brauchst kein Label, keine Diagnose, keine Katastrophe, um aufhören zu dürfen. Du darfst es einfach lassen. Du darfst auch jetzt schon dafür sorgen, dass es dir wieder so richtig, richtig gut geht. Und ich wünsche dir das von ganzem Herzen. Bitte gib Diana einen Daumen hoch und bitte abonniere diesen Kanal hier. Das wird mich riesig freuen. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche dir alles Liebe und sage bis bald.